Berlin, Anne Menden, 38, ist bekannt dafür, dass sie gern mal fiese Spielchen mit ihren Kollegen am Set von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten treibt. Ihr neuestes Opfer war Lilly-Darstellerin Iris Mareike Steen, 32. Menden versteckte ein Foto vom Gesicht ihrer Kollegin irgendwo im Studio und die gute Iris musste es finden. Ich werde suchen und betrübt sein, wenn ich nichts finde, blickte die 32-Jährige in ihrer Story bei Instagram voraus. Und sie sollte recht behalten, denn Anne hatte das Foto so gut versteckt, dass sie schier verzweifelte. Alles Suchen und sämtliche Einfälle ihrerseits halfen einfach nicht. Ich hatte bisher keine gute Idee. Ich bin traurig. Ich brauche einen Tipp. Anne, wandte sie sich an die Spielleiterin. Die ließ sich natürlich nicht lange bitten. Natürlich bekommst du einen Tipp, kein Problem. Also, Tipp Nummer 1. Es befindet sich definitiv unterhalb deines Kinns. Ließ Menden ihre Spielpartnerin mit einem fiesen Grinsen wissen. Was soll man denn mit so einem Hinweis anfangen, dachte sich wohl auch Steen, selbst wenn sie sich freundlich bei ihrer Kollegin bedankte. Du möchtest, dass ich durch die Firma krieche, auf allen Vieren und eventuell kriegst du mich auch dazu, witzelte sie. Iris Mareike Steen verzweifelt bei Suche nach sich selbst am GZSZZ, doch ihre Suche war weiterhin nicht von Erfolg gekrönt. So lange wollte Anne ihre Freundin dann aber doch nicht zappeln lassen und begab sich extra früher ans Set, um ihr weitere entscheidende Anhaltspunkte zu liefern. Ich bin zwar normalerweise nicht dafür bekannt, Mitleid mit meinen Kollegen zu haben, wenn es jetzt darum geht, dass ich irgendwelche Spielchen mit denen spiele, stellte die Tierschützerin fest. Für Iris machte sie jedoch eine Ausnahme. Bist du da, um mir zu helfen? Fragte sie Menden und fiel ihr sogleich um den Hals. Die Suche führte Iris Mareike schließlich zu einer Bank, die sie dennoch minutenlang erfolglos absuchte, wie in einem Zeitraffer in Annes Story zu sehen war. Selbst Kollege Lars Pape, 53, der inzwischen dazu gestoßen war, entdeckte das Porträt vor ihr. Das ist ziemlich offensichtlich, stellte er lachend fest. Guck mal, an den Beinen, gab Menden schließlich den entscheidenden Hinweis und siehe da, endlich entdeckte Iris Mareike Steen ihr Foto. Ah, da bin ich. Ich hab mich gefunden, brach sie sogleich in Jubel aus. Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.